Hallo, guten Morgen. Es ist noch ganz früh. Ich bin schon, aber auch schon länger wach. Und ja, ich hoffe, es geht dir gut, dass du ein schönes Wochenende hattest. Ich habe Cassandra bei mir wahrgenommen. Sie möchte uns etwas sagen. Cassandra ist eine, also sie sagt, wir sind Schwestern auf einer anderen Ebene. Und ist über Jahre schon immer bei mir oder immer wieder bei mir. Und jetzt schauen wir, was sie uns sagen möchte. Ich verbinde mich mit der Mutter des Lichts. Ja, sie öffnet diesen Raum. Du kannst dich jetzt auch ganz mit der Energie verbinden, mit der Mutter des Lichts und mit Cassandra. Cassandra ist eine ganz feine, weibliche Energie und sie zeigt sich so. Ja, sie, für mich ist es so wie eine also, wie eine Fee fast, also von der Vorstellung her einfach so eine ganz schöne, feine Frau mit ganz blonden, hellen Haaren, lichtvoll. Und sie sagt, ich grüße dich, ich bin Cassandra. Ich bin auf einer anderen Ebene zu Hause. Ich lebe auf der Lichtebene und ich verbinde mich täglich mit der Erde. Ich bin eine Erdenmenschenbesucherin. Auf meiner Ebene gibt es verschiedenste Formen der Lebensstufen. Ich erkläre es so. Es sind diverse Energiekanäle, die sich miteinander verknüpfen. Und im Zusammenhang zu der Erde, zu den Menschen, habe ich eine starke Verbindung. Ich bin aus einer Frequenz geboren, die sich mit der Erde in Verbindung setzt. Nicht eine Engelwesen, nein, ich habe die Lichterfahrung bereits gemacht und ich habe die Erde belebt. Ich war hier inkarniert und jetzt bin ich auf der Ebene des Lichts zu Hause. Mein eigenes Wissen um das, was geschieht in eurer Energie, Verwaltung in eurem eigenen Besitz möchte ich den Raum frei halten, mich besonders jetzt in dieser Zeit zu zeigen. Es geht um die Stärken und die Schwächen im Menschen und das, was vorangetragen wird,
Die Erfüllung der ewigen Liebe ist das Ziel, das ihr anstrebt. Und gleichzeitig dominieren so schwere Energien, die euch zurückhalten. Jetzt möchte ich aus der Sicht des Lernens auf der Erde die Erinnerung hervorheben, dass das ewige Licht immer da ist. Es gibt keine verlorenen Menschen, Seelen. Es gibt nur die zurückhaltende Energie. Und das ist die eigene Disziplin, sich dieser Energie wieder zu öffnen, sich der alten Energien zu befreien, die diese Energie, das Licht verschließt. Ich habe gelernt, auf der Erde zu sein, mit dem physischen Körper, meinem Geist, meiner geistigen Entwicklung. Und es war eine enorm kraftvolle Erfahrung, weil ich gelernt hatte, wie ich mich weiterentwickle, wie ich mich selbst in einer neuen Form erfahren kann. Und ich möchte mit euch diesen Weg gehen und euch auch zeigen, dass die Energien immer wieder klärbar sind. Das, was du erfährst, hat immer eine eigene Absicht. Es hat immer wie der eigene Fingerabdruck. Weil das Gesamte daraus entstanden ist. Und wenn du dies so bewusst siehst und erkennst, weißt du, dass die Fähigkeit in dir bereits vorhanden ist. Weil wenn du siehst, wie es genau vor sich geht, kannst du deinen eigenen Wachstum beschleunigen. Es wird dich vom Opfer zum Schöpfer machen. Ich sagte, erinnere dich an deine Energie, an deine klare Frequenz. Aber ich nehme jetzt wieder mehr die Mutter des Lichts wahr und Cassandra steht wieder einen Schritt zurück. Ich nehme ganz
groß das Bild der weißen Taube war. Sie sagt, traue dich hinzuschauen, traue dich, deine eigenen Erfahrungen genau zu betrachten und erkenne darin immer die eigene Absicht. Oder das, was dahinter steht. Jetzt habe ich so das Bild, wie du hast die Wahl dahinter. Dahinter zu schauen und es zu erkennen oder nach vorne zu schauen und es ja, immer wieder zu erfahren. Sie sagt, mit dahinter zu schauen, meine ich, nicht die ganze Erfahrung, die damit zusammenhängt, sondern einfach das Bewusste betrachten. Dass es eben aus mir entstanden ist. Alleine dies so bewusst zu erkennen, heilt. Es heilt und es schützt auch, es schützt das Werten, sich selber werten oder auch andere zu werten. Also einfach das Beobachten, Wahrnehmen und Annehmen. Und jetzt geht sie wieder einen Schritt zurück. Lichts und bei Cassandra. Ja, und dir wünsche ich einen ganz schönen Tag. Bis bald. Ciao.